Der neue deutsche Futsalmeister kommt aus Sachsen, der VfL Hohenstein-Ernsthal. Das ist auf jeden Fall das Höchste, was wir, denke ich, jetzt in unserem Verein so erbracht haben oder geleistet haben. Deutscher Meister sind wir noch nie geworden, nur Vizemeister. Und ich denke, das wird auf jeden Fall jetzt richtig groß gefeiert. Doch nach einer Feier sieht es lange nicht aus. Der Gegner, die Futsal Panthers Köln, erwischen einen Traumstart. Lukas Sepp mit der frühen Führung. Gerade einmal 105 Sekunden sind da gespielt. Kölns erstes Finale seit 2009. Von Nervosität bei der Mannschaft von Trainer Daniel Gerlach nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil. Balleroberung und dann geht's schnell. Nach 3,5 Minuten das 2:0 durch Niklas Hoffmanns, einem von 8 Nationalspielern auf dem Feld. Hohenstein, Vizemeister im letzten Jahr, bis dahin völlig von der Rolle. Und dann durch einen genialen Moment wieder im Spiel. Kapitän Christopher Wittig mit dem Anschlusstreffer. Die Zuschauer in der Dresdner Ballsportarena sehen ein temporeiches und hochklassiges Finale, in dem Köln nie um eine Antwort verlegen ist. Nur 31 Sekunden später das 3:1 durch Chilo Hirosawa. Der 2-Tore-Abstand wiederhergestellt. Mit diesem Ergebnis geht's in die Pause. Zeit für klare Worte von Hohensteins Trainer Peter Schatterlin. In der Kabine gab es nochmal eine harte Ansprache, dass wir unbedingt das Ding hier gewinnen wollen. Wir haben jetzt ein Jahr hart gekämpft für das Spiel hier. Und uns das so nehmen zu lassen in der ersten Halbzeit mit 2 Toren Unterschied, wollten wir nicht. Hohenstein erhöht den Druck und bei Köln schleichen sich erste Nachlässigkeiten ein. Das Foul von Michael Schnitzerling, die Verhinderung einer klaren Torchance. Das wird auch im Futsal mit der roten Karte bestraft. Der direkt anschließende Freistoß. Gabriel Oliveira. Die Sachsen wieder dran. Das Spiel bietet kaum Atempausen. Kurze Zeit später feiert wieder der Kölner Anhang. Heinze mit genialer Vorarbeit für Marvin Buss. Das 4:2. Genauso sehenswert der 5. Kölner Treffer. Rüschenpöhler auf Hirosawa und der vollendet. Beim Spielstand von 2:5 ja, war schon zu erkennen, dass das paar Spieler die Köpfe unten hatten. Ja. Aber wir haben natürlich auch einen erfahrenen Trainer, ja, der dann in so einer Situation immer eine Korrektur- und Gegensteuerungsmaßnahme hat. Und heute war es der Flying Goalkeeper. Schon 10 Minuten vor dem Ende nimmt Peter Schatterlin den Torhüter vom Feld. Er setzt ihn durch einen zusätzlichen Feldspieler. Das hohe Risiko wird belohnt. Juri Melnik bringt Hohenstein wieder ran. Und dieser Juri Melnik ist es auch, dem 5 Minuten vor Schluss tatsächlich der Ausgleich gelingt. Wieder in Überzahl. 5:5, es geht in die Verlängerung. Der dramatische Höhepunkt eines denkwürdigen Finals. In der Overtime geht Hohenstein wieder Risiko, setzt trotz Unentschieden in dieser Phase erneut auf den Flying Goalkeeper und tatsächlich Michael Salak mit dem 6:5. Hohensteins Torjäger mit 35 Treffern in der regulären Saison, sein wichtigstes Tor aber wird dieses hier. Es sichert den Sachsen den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Interessant war, die Mannschaft wollte auf keinen Fall ins 6-Meter schießen, ja, und hat dann in der Halbzeit den Trainer angesprochen daraufhin, dass wir auch in der zweiten Halbzeit der Verlängerung erneut probieren, Flying Goalkeeper zu spielen. Und wir machen das Tor. Es ist das Tor, das dieses Finale entscheidet, denn kurz danach ist Schluss. Das ist ein magischer Moment. Deutscher Futsalmeister 2018. Das ist ein ganz großer Erfolg für uns als Verein, aber natürlich auch für die Jungs. Ein Tag für die Geschichtsbücher des Hohensteiner Futsalclubs.